Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist John Schmidt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bin ein riesen Kaffee-Fan und deshalb habe ich mir gedacht, analysieren wir doch heute mal zusammen die Starbucks-Aktie. Starbucks ist das einzige Unternehmen auf der Welt, wo man so richtig direkt in ein Kaffeeunternehmen investiert, weil Luckin Coffee, da wisst ihr selber, was passiert ist, die haben Umsätze vorgetäuscht, man kann die Aktie, glaube ich, noch kaufen, aber das will, glaube ich, keiner. Dunkin' Donuts wird jetzt in ein Konglomerat eingegliedert und da bleibt im Prinzip nur noch Starbucks übrig. Wir fangen, würde ich sagen, direkt einfach mal mit der Geschäftsphilosophie an. Und da möchte ich direkt mit einem Irrtum aufräumen. Viele Leute sagen ja immer, Starbucks, das ist ein viel zu teurer Kaffee. Egal, was es da gibt, Frappuccino, Tee, Kaffee, es ist einfach alles zu teurer. Und wenn es der Muffin da unten ist. Und das stimmt auch. Im Prinzip, wenn man jetzt einfach sagt, ich möchte einen Kaffee trinken, dann ist es auf jeden Fall zu teuer. Genauso wie das Hotel Adlon auch zu teuer ist, wenn man einfach nur das Ziel hat, eine Nacht in Berlin zu verbringen. Das kriegt man günstiger hin. Darum geht es hier bei Starbucks aber nicht. Das Ziel, was Starbucks hat, ist, eine Wohlfühloase zu schaffen. Du kommst dorthin, alle Leute sind freundlich zu dir, das Personal wird da immer besonders geschult, die haben da wirklich so Freundlichkeitsschulungen, das gibt es bei McDonald's zum Beispiel nicht, das weiß ich, weil ich da schon mal gearbeitet habe. Das fällt einem auch immer wieder auf, wenn man zu Starbucks reingeht, die Verkäufer sind überdurchschnittlich freundlich. Das habe ich zumindest bei anderen Läden so noch nicht erlebt. Ich bin jetzt niemand, der jeden Tag in Starbucks reingeht, aber ich würde mal sagen, so 20 Mal oder so im Leben bin ich schon da gewesen. Und da ist mir das immer sehr positiv aufgefallen. Du hast funktionierendes WLAN, du hast sehr schicke Möbel, Starbucks gibt wahnsinnig viel Geld für die Einrichtung aus. Also die tun wirklich alles dafür, dass du dich wohlfühlst. Die verwenden sehr hochwertige Produkte. Kaffee und Kaffeebohnen und sowas, auch ansonsten die Zutaten. Es ist wirklich hochwertig. Es wird bei Starbucks einfach von vorne bis hinten auf Qualität gesetzt, damit man da reinkommt und sozusagen ein Second Home hat. Das Prinzip von Starbucks ist es nämlich, dass es so der Third Place ist. Es gibt dein Zuhause, wo du natürlich die meiste Zeit verbringst, dann den Arbeitsplatz. Direkt danach soll aber der Starbucks kommen, wo man sich so richtig heimisch fühlt, wo man reinkommen kann, wo man abschalten kann, einfach eine Atmosphäre der Ruhe. Das ist es auch, was die Kunden an Starbucks besonders zu schätzen wissen. Man kann ohne Bedenken zum Beispiel Vorstellungsgespräche im Starbucks führen. Da weiß man ganz genau, was einen erwartet. Man kann sich mit Freunden treffen, man kann ein Date haben. Da ist man immer ganz sicher bei Starbucks. Da ist nichts, was schief geht. Du weißt einfach genau, was auf dich zukommt. Und du weißt auch, dass es etwas teurer ist. Das ist für die meisten Kunden auch völlig in Ordnung so. Weil du willst ja ganz bewusst etwas haben, das cooler ist. Weil jetzt mal ganz im Ernst, was ist cooler auf Instagram zu posten? Der McDonald's-Kaffeebecher oder der Starbucks-Kaffeebecher? Natürlich der Starbucks, ganz klar. Und weil es angenehmer ist. Du hast einfach in einem Starbucks eine angenehmere Atmosphäre. Du fühlst dich wohler als in einem McDonald's. Zumindest geht das mir so. Und das geht den meisten anderen Leuten, glaube ich, ganz genauso. Dazu kommt noch, selbst wenn du etwas abholst, das machen ja auch viele, gerade während Corona ist es viel mehr geworden, dazu komme ich gleich noch, dann hast du halt eben auch noch den Flex, also das ist neudeutsch für angeben, auf der Straße, wenn du mit diesem Starbucks-Becher rumläufst. Das sieht einfach cooler aus als der Heinemann oder McDonald's-Becher. Deshalb ist es den Leuten auch das Geld wert. Du willst dich ganz bewusst abheben und das kostet immer Geld. Genau dasselbe ist es ja auch bei Kleidung. Zum Beispiel der Pullover hier war nicht besonders teuer. Da ist es doch ganz klar, dass andere Leute sich da abheben wollen und sagen, wir kaufen jetzt einen Gucci oder Ralph Lauren Pullover, der kostet dann halt eben 10, 20 mal so viel. Aber dafür hebe ich mich halt ab und zeige ganz klar, hier ist Wohlstand. Das spielt vor allem in China eine Rolle, in Entwicklungsländern generell, wo die Leute einfach zeigen wollen, hey, wir haben hier jetzt auch Kohle, wir haben was geschafft und wir können uns denselben Luxus leisten wie die Europäer und Amerikaner. Die eigentliche Stärke von Starbucks ist also nicht der Kaffee selber, sondern die Brand. Es gibt keine Firma auf der Welt, die so für guten, hochqualitativen Kaffee, für Luxus, für einen chilligen Ort einfach zum Abhängen steht wie Starbucks. Es gibt keinen Vergleich. Da gibt es jetzt auch keinen Konkurrenten, der Starbucks irgendwie annähernd das Wasser reichen kann. Am ehesten würde ich noch sagen, es ist Costa. Da war ich auch mal in London. Das ist halt eben so ein Konkurrent von Starbucks. Die sind tatsächlich noch mal ein bisschen teurer als Starbucks. Kaum zu glauben, aber ist tatsächlich der Fall. Und es war okay, aber wenn ich die Wahl hätte, ich würde immer zu Starbucks gehen. Es ist doch einfach der Name, das klingt schon so cool. Starbucks und das Logo. Das erinnert mich ein bisschen an den Film The Founder. Kann ich euch übrigens sehr empfehlen, den Film. Da gibt es so eine Szene, da wird halt gefragt, was hat den Erfolg von McDonald's ausgemacht? Und da sagt derjenige, McDonald's, das klingt wie Amerika. Und das Logo, dieser Bogen, dieser goldene Bogen, es sieht einfach nach Erfolg aus. Und genau das ist es auch bei Starbucks. Der Name und
Das Logo, es hört sich bzw. sieht einfach schon nach Erfolg aus. Sich dieses Standing zu erarbeiten, hat natürlich ziemlich lange gedauert. Und wie sich das entwickelt hat, das will ich euch jetzt ein bisschen anhand der Firmengeschichte zeigen. Das ist der perfekte Zeitpunkt für dich, um zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du nichts mehr verpasst. Starbucks wurde 1971 in Seattle gegründet. Damals allerdings noch nicht als Kaffeeladen, wie man ihn heute kennt. Man hat da nicht so seinen fertigen Frappuccino bekommen, sondern wirklich nur die Kaffeebohnen selbst, also ohne fertig gemachten Kaffee. Davon hat man dann einige weitere Läden eröffnet. 1987 war man dann schließlich bei 5 Läden und da hat Howard Schulz dann den Laden übernommen. Er hat es dann eingeführt, dass richtiger fertiger Kaffee verkauft wurde und natürlich auch noch Frappuccino und was es da sonst noch so alles gibt. Seine Idee war folgende: Er hatte Urlaub in Italien gemacht und hat da so die Kaffeekultur des Landes kennengelernt. Er hat gesehen, wie die Leute da mit ihrem Kaffee chillen. Die holen den nicht einfach nur so ab und laufen dann direkt weiter, sondern die setzen sich hin, unterhalten sich, entspannen sich, genießen so ein bisschen die Ruhe und dann geht's weiter. Diese Kaffeekultur wollte er dann in die USA bringen. Das hat er dann auch gemacht. Mit Hilfe von viel Fremdkapital ist das Ganze dann auch wahnsinnig gewachsen. Schon 3 Jahre später, im Jahr 1990, war er bei 100 Filialen. Das finde ich ein Wahnsinnswachstum. Von 5 Filialen zu 100 Filialen in gerade mal 3 Jahren. Das Ganze kam super an. Starbucks wurde immer bekannter und 1992 ist man dann an die Börse gegangen für 27 Dollar Cent pro Aktie. Wer damals 1000 Dollar investiert hat, der hat heute Starbucks Aktien im Wert von 398.000 Dollar, also ein 398-facher, Vierfacher, und hatte durchschnittlich eine Rendite von 23% pro Jahr. Nachdem Howard Schulz zwischendurch entweder immer mal wieder weg war und dann wiedergekommen ist, ist er dann zuletzt 2017 abgetreten. Da ist dann Kevin Johnson der neue CEO geworden. Er war seitdem sehr erfolgreich, der Kurs wurde wirklich gut weiter fortgesetzt. Von daher in ihn habe ich eigentlich vollstes Vertrauen. Bisher hat es sich bestätigt, dass es eine gute Idee war, ihn als Ersatz einzusetzen. Heute hat Starbucks 32.600 Filialen, 18.350 sind davon in den USA, also der absolute Großteil in Amerika. Der zweitgrößte Standort ist China und da ist noch richtig Wachstum möglich. Da hat man immerhin schon 5000 Filialen und da besteht noch Potenzial für viel, viel mehr. Das kann man, finde ich, ziemlich gut am Kaffee-pro-Kopf-Verbrauch im Vergleich von China zu dem Westen festmachen. In China werden pro Jahr von dem Durchschnittschinesen 5 Tassen Kaffee pro Jahr getrunken. Also ich sag's nochmal, der durchschnittliche Chinese trinkt gerade mal 5 Tassen Kaffee pro Jahr. Nur mal so zum Vergleich. In den USA sind es 620, in Europa über 500, also im Westen wird ohne jede Übertreibung über 100 Mal so viel Kaffee getrunken wie in China. Das liegt einfach daran, dass es in China eine sehr ausgeprägte Teekultur gibt. Aber der Kaffee wird immer beliebter, der Kaffeeverbrauch steigt Jahr für Jahr im zweistelligen Bereich. Es gibt kein anderes Land, glaube ich, wo der Kaffeeverbrauch so stark ansteigt. Hier besteht richtig Potenzial, gerade beim Starbucks-Kaffee, weil die Chinesen sehen ja auch in den Filmen und überall, Starbucks, das gönnen sich die reichen Amerikaner, das gönnen sich die Reichen, also Reichen ist in Anführungsstrichen, man muss es natürlich jetzt nicht reich sein, um sich jetzt mal einen Starbucks-Kaffee zu gönnen, das gönnen sich auf jeden Fall die Leute in den USA, das gönnen sich die Leute in Europa und wir wollen das auch mal ausprobieren. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass hier in China noch eine Menge Wachstum möglich ist, wie es in den letzten Jahren ja auch schon der Fall gewesen ist. China ist einfach ein mega Wachstumsbringer. Nur mal so für euch ein bisschen veranschaulichend, wie Starbucks generell in den letzten Jahren gewachsen ist. Innerhalb der letzten 15 Jahre hat sich die Zahl der weltweiten Starbucks-Filialen vervierfacht. Innerhalb von 15 Jahren eine Vervierfachung der Filialen, das finde ich schon mehr als beachtlich. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Geschäftsmodell an sich. Starbucks arbeitet natürlich nicht nur mit eigenen Filialen, sondern auch mit Franchises. Man kann bei ihnen so ungefähr sagen, 50% der Filialen sind wirklich eigene Läden und 50% sind Franchises. Das ist eigentlich ein sehr hoher Anteil von eigenen Läden. Nur mal so zum Vergleich, bei McDonald's gibt es gerade mal 10% eigene Läden und 90% Franchises. Das finde ich schon ein ziemlich krasser Unterschied. Jetzt komme ich zur Umsatzverteilung. Rund 70% der Umsätze werden in Filialen in Amerika gemacht. Zu Amerika gehört ja auch Kanada und Südamerika. Trotzdem, der absolute Löwenanteil des Umsatzes wird natürlich in den USA gemacht. Rund 22% der Umsätze werden in internationalen Filialen gemacht. Dieser Anteil wird in den nächsten Jahren, denke ich, noch deutlich wachsen, weil die ganz großen Umsatzvermehrer, das sind halt eben im Moment die Entwicklungsländer. Rund 8% des Umsatzes werden in der Vermarktung gemacht. Damit ist gemeint,
die ganzen Kaffeekapseln, die Kaffeebohnen, ihr werdet es mit Sicherheit schon in den Supermärkten festgestellt haben. Da findet man die mittlerweile auch ganz oft. Oder auch Fertigkaffees. Man kann ja auch Starbucks-Tassen kaufen, Starbucks-Teller, da gibt es ja eine ganze Menge. Ich finde die auch wirklich schick. Dass ich das Logo cool finde, hatte ich ja schon gesagt. Der Anteil vom Umsatz hier, vom Gesamtumsatz, ist allerdings in den letzten Jahren nicht so wirklich stark gestiegen. Weniger, als ich das eigentlich vermutet hätte. Da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Trotzdem besteht ja, glaube ich, gerade in diesem Potenzial, Bereich hier noch eine Menge Potenzial nach oben. Eine Stärke von Starbucks ist, dass sie besonders gut durch Krisen durchkommen. Etwas, was man ja eigentlich gar nicht so annehmen würde, weil eigentlich denkt man doch, das Erste, was die Leute einsparen, wenn sie weniger Geld in der Tasche haben, ist ihr 6-Euro-Kaffee. Dem scheint aber nicht so zu sein. Wir hatten dieses Jahr das absolute Katastrophenszenario für Starbucks. Einmal Wirtschaftskrise, die Leute hatten weniger Geld, plus massive Ladenschließung, wie es sie in der Historie von Starbucks noch nie gegeben hat. Und was ist passiert? Der Umsatz ist um gut 11% eingebrochen, was ja echt nicht viel ist, und der Gewinn um 69%. Da kann man jetzt sagen, 69% Gewinneinbruch ist eine Menge. Ich sage, ich finde es faszinierend, dass die überhaupt noch Gewinne gemacht haben. Wie haben sie das geschafft? Einmal haben sie die Preise massiv erhöht, nämlich um, und jetzt haltet euch bitte fest, nicht, dass ihr mir jetzt vom Stuhl kippt, 17%. Schon vor Corona haben alle gesagt, Starbucks ist viel zu teuer. Das ist die Toleranzgrenze bei den Preisen. Was macht Starbucks? Nochmal eine Erhöhung von 17%. Da merkt man, die Preiskraft, die ist bei Starbucks unglaublich hoch. Die können quasi machen, was sie wollen. Ich unterteile die Kunden von Starbucks in zwei verschiedene Klassen. Es gibt einmal die Eventis. Das sind die Leute, die wirklich einmal im Monat in die Stadt fahren oder von mir aus auch einmal in die Woche. Und dann wollen die sich ihren Kaffee kaufen, um den auf Instagram zu posten. Sie wollen es ja zelebrieren, es ist was Besonderes, man ist nicht so oft hier in der großen Stadt und dann will man sich das gönnen. Verzichtet man wegen 17% Preiserhöhung auf seinen Instagram-Post? Ich glaube nicht. Zweitens die Gewohnheitskäufer. Das sind Leute, die jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit an einem Starbucks vorbeilaufen und sich da ihren Kaffee gönnen wollen. Und vielleicht auch noch einen zweiten in der Mittagspause. Das sind alles hart arbeitende Menschen, die eine Menge Stress haben und Starbucks ist halt eben ihre Belohnung für den anstrengenden Tag. Diese Belohnung wollen sie sich einfach nicht nehmen lassen, selbst wenn sie weniger Geld in der Tasche haben. Anders kann ich mir nicht erklären, dass selbst in der Wirtschaftskrise 2009 die Gewinne bei Starbucks um gerade mal 20% zurückgegangen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten 2009 gehabt. Die Leute hatten wirklich weniger Geld, gerade in den USA, wo Starbucks ja die meisten Filialen hat, damals sogar noch mehr als heute, also im Verhältnis gesehen. Und was passiert? Die Gewinne brechen gerade mal um 20% ein. Das zeigt mir einfach, wie krisenfest dieses Unternehmen ist. Die Brand ist so stark, selbst eine Corona-Krise kann diesem Unternehmen nichts wirklich anhaben. Und auch das Management hat hier wieder mal unter Beweis gestellt, dass sie sehr flexibel sind. Sie haben auf die Corona-bedingten Ladenschließungen folgendermaßen reagiert. Sie haben extrem darauf gesetzt, dass man jetzt aus dem Laden herausverkauft, also man setzt sich nicht mehr hin, so wie das früher immer der Fall gewesen ist. Eben dieses zweite Zuhause-System, diese Wohlfühl-Oase, das ging dann halt eben in vielen Ländern wegen Corona nicht mehr, sondern man verkauft an die Leute direkt zwischen Tür und Angel, nenne ich es mal, wie so bei einem McDrive. Das haben die Kunden auch sehr gut angenommen. Außerdem eröffnen sie gerade jede Menge Stores, wo es auch in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird, dass man sich hinsetzen kann. Also die Lokalität ist schon darauf ausgerichtet, dass es nicht zum Hinsetzen ist, sondern einfach, um halt eben an der Straße sich was zu kaufen und dann auf dem Weg zu trinken. Das werden sie auch unabhängig von Corona weiter fortführen. Das finde ich sehr gut, weil, wie ich halt gerade eben schon gesagt habe, Starbucks macht es nicht nur aus, dass man sich hinsetzt und da halt eben alles bequem hat, sondern dass man auch seinen coolen Starbucks-Becher durch die Stadt stolziert. Und abgesehen davon, der Kaffee ist ja wirklich auch lecker, das muss man ja auch sagen. Und auch die ganzen Snacks und Frappuccinos und was es da sonst noch so alles gibt. Das zeigt mir, dass das Unternehmen einfach sehr gut geführt ist, wie man hier selbst auf so eine schlimme Krise super reagiert hat. Da gibt es ganz andere Beispiele von anderen Firmen. Da fühle ich mich ja persönlich sehr gut aufgehoben. Jetzt habe ich jetzt eine Menge geschwärmt von Starbucks. Da möchte ich euch auch mal ein paar Risiken nennen, die ich sehe, auch wenn ich sie nicht als allzu groß einschätze. Das erste Risiko ist, dass Kaffee ähnlich wie Fleisch uncool wird. Diese Gefahr schätze ich als sehr niedrig ein, weil Kaffee, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es eine Welt gibt, in der Kaffee uncool wird. Auch wenn man das bei Fleisch vor 40 Jahren auch noch gesagt hat, die Situation bei Kaffee ist insofern einfach anders. Kaffee ist erstmal nicht ungesund, okay, Fleisch ist ja auch nicht per se, aber dieses Ausbeutungsding, das hat man ja auch nicht so. Hier werden jetzt keine Tiere für gequält und falls man mal irgendwie Bedenken hat,
dass die Arbeitsbedingungen der Bauern nicht gut genug sind, dann verbessert man die halt eben. Also daran wird es, glaube ich, nicht scheitern. Was natürlich der Fall sein könnte, dass die Gesellschaft sich immer mehr in Richtung Gesundheitstrend entwickelt. Das gibt es ja auch gerade. Allerdings ist da die Sache, was man vorhat und die Sache, was man wirklich macht, auch nochmal eine ganz andere. Jeder will sich doch immer gesünder ernähren. Und was macht man dann am Ende? Man isst Schokolade, Burger und Döner. Genauso ist es hier, glaube ich, auch bei Starbucks. Das Gehirn verändert sich einfach nicht. Wir haben einfach den Drang nach Zucker, wir haben den Drang nach Fett. Und deshalb glaube ich nicht, dass sich das hier entwickelt. Und selbst wenn, dann wird Starbucks halt eben darauf reagieren und einfach andere Produkte anbieten. Bei den Burgerläden ist es ja das beste Beispiel. Klar, Fleisch wird langsam so ein bisschen uncool. Was machen die Burgerläden wie McDonald's und Burger King? Die bieten Veggie-Burger an. Genauso wird Starbucks da auch drauf reagieren, falls da irgend sowas in ihre Richtung kommt. Ich traue es dem Management durchaus zu, dass man sich ja auch auf neue Trends einlassen wird, falls sich das Konsumentenverhalten wirklich ändert. Das zweite Risiko ist wie bei im Prinzip allen Unternehmen natürlich die Konkurrenz. Doch das sehe ich bei Starbucks als sehr niedrig an, dieses Risiko. Denn ich sehe ja gerade einfach keinen Konkurrenten auf dem Markt, der Starbucks langfristig gesehen irgendwie gefährlich werden kann. Was heißt langfristig? Der Starbucks irgendwie gefährlich werden könnte. Und hier kann auch kein Startup meiner Meinung nach um die Ecke kommen und den kompletten Markt aufmischen, weil der große Vorteil von Starbucks ist ja, dass es jeder kennt auf der ganzen Welt. Ich kann jetzt nach Peking fliegen und weiß ganz genau, wenn ich da am Flughafen bin und irgendwo richtig entspannt chillen will, einen leckeren Kaffee trinken will, ein leckeres Stück Kuchen essen will, dann muss ich zu Starbucks gehen, weil da habe ich hundertprozentige Sicherheit. Bei irgendeinem neuen Laden, irgendein neues Start-up, dann ist das für mich einfach nur ein unbekannter Laden, den ich nicht kenne. Und wir Menschen sind nun mal Gewohnheitstiere. Wir wollen eigentlich keine neuen Sachen entdecken, zumindest die meisten von uns nicht. Und wir wollen einfach unseren sicheren Standard haben, den wir an Qualität gewohnt sind. Von daher, da mache ich mir absolut überhaupt gar keine Sorgen. Das dritte Risiko ist, dass das Image von Starbucks Schaden nimmt. Das könnte natürlich verschiedenste Gründe haben, wie sowas passiert. Das hat man eben nun mal. Nehmen wir zum Beispiel mal H&M an. Die hatten vor irgendwie anderthalb Jahren oder so einen Rassismus-Skandal. Und dann hat das Unternehmen halt eben auch einen Image-Schaden erlitten. Ich hoffe, sowas passiert bei Starbucks nicht. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit als sehr gering an, weil das Unternehmen einfach in der öffentlichen Wahrnehmung schon so für Qualität steht, da müsste jetzt schon echt was Heftiges passieren, dass das Image da so leiden würde, dass wirklich Umsätze wegbrechen würden. Ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen, trotzdem, das Risiko ist natürlich vorhanden. Jetzt komme ich zum größten Risiko und das ist die Bewertung. Die ist nämlich, kleiner Spoiler vorab, schon recht sportlich. Ich scheine nicht der Einzige an der Börse zu sein, der vor dem Unternehmen Starbucks so begeistert ist. Der Aktienkurs liegt gerade bei $107.45. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von $127 Milliarden. Das KGV liegt auf das Jahr 2020 gerechnet bei 136. Aber wollen wir fair sein, 2020, das war ein absolutes Sonderjahr. Das ist nicht der Normalfall bei Starbucks. Also ziehen wir doch einfach das Jahr 2019 heran. Ich finde, das ist ein bisschen fairer. Aber auch da liegt das KGV bei 37. 37, das ist schon ein absolutes Knaller-KGV, das muss man einfach so sagen. Bei einem 37er KGV, egal wie groß der Bohrgraben ist, und der ist bei Starbucks ja wirklich gigantisch groß, erwarte ich einen Fast-Grower. Ist Starbucks ein Fast-Grower? Nun ja, die sind so an der Grenze. Im Umsatz wird man so in den nächsten Jahren, vermute ich, ein gutes einstelliges Wachstum erreichen können. Beim Gewinn vermute ich wirklich ein zweistelliges Wachstum und ab zweistellig im Wachstum, da spricht man ja wirklich von einem Fast Grower. Sie sind also so an der Kippe, da kommt allerdings noch etwas Negatives obendrauf und das ist die Verschuldung. Die Verschuldung liegt beim fünffachen EBIT auf das Jahr 2019 gerechnet. Von 2020 wollen wir ja auch gar nicht erst anfangen und das in Kombination finde ich schon heftig. Wir müssen gar nicht groß quatschen, hier ist ein geiles Unternehmen, alles tipptopp. Aber 37er KGV? Fünffache Verschuldung vom EBIT und das noch aufs Vorkrisenjahr gerechnet, auch wenn man hier mit einem hohen einstelligen Wachstum innerhalb der nächsten 10 Jahre rechnen kann. Vielleicht sogar mit einem zweistelligen Wachstum, das könnte auch sein. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, da will ich mich nicht festlegen. Es wird wahrscheinlich irgend sowas an der Kippe werden, auch wenn man sich mal so anguckt, was die ganzen Analysten denken. Die sind da auch alle so in dem Bereich unterwegs. Doch für mich stimmt hier einfach das Gesamtpaket nicht. Ganz egal, wie geil dieses Unternehmen ist und wie groß der Bohrgraben ist. Wir dürfen nicht vergessen, man kann auch ein hervorragendes Unternehmen kaufen, das sehr gut geführt wird, aber wenn die Aktie zu teuer ist, dann macht man trotzdem keine gute Performance.
Von Peter Lynch haben wir gelernt, dass man immer so ein bisschen auch auf die historische Bewertung gucken muss. Das machen wir jetzt mal. Hier liegt nämlich das KGV historisch gesehen im Durchschnitt bei 25. Jetzt haben wir ein KGV von 37, also rund 50% drüber. Für mich würde es interessant werden, wenn wir nicht nur beim historischen KGV wären, also 25, sogar noch deutlich darunter. Ich würde sagen, ab einem KGV von nicht 37, sondern von 20, dann würde ich sagen, dann macht das Ganze hier Sinn, dann ist genug Sicherheitspuffer hier drin, dann kann ich hier auch die hohe Verschuldung vergessen, dann würde ich hier einsteigen. Aktuell jedoch gesehen, als Einmalinvestment, um sich jetzt die Aktien ins Depot zu legen und lange zu halten, ich glaube nicht, dass man hier über die nächsten 10 Jahre eine besonders gute Rendite mit erzielen wird. Natürlich, man wird in 10 Jahren einen höheren Betrag haben, als man jetzt investiert hat, doch ich denke durchaus, dass ein ETF hier besser performen wird. Von daher würde ich euch raten, falls ihr überhaupt in Starbucks unbedingt investieren wollen würdet, dann würde ich per Sparplan investieren. Da kann ich euch absolut den Consorsbank Broker ans Herz legen. Das ist wirklich ein super günstiger Broker, gerade für Sparpläne, für Aktienkäufer auch im ersten Jahr. Da haben die auch ein Mega-Angebot. Ich verlinke den euch hier unten. Da könnt ihr dann, ist ein Affiliate-Link, da verdiene ich dann auch ein paar Groschen dabei. Da könnt ihr euch dann ein Konto öffnen. Was gibt es noch zu sagen? Ja, sie zahlen eine Dividende von gut 1,5% pro Jahr aus. Das finde ich okay, also ist in Ordnung. Die Ausschüttungsquote lag jetzt natürlich auch bei über 100% 2020. 2019 hat die Ausschüttungsquote aber auch schon über 50% gelegen, also auch schon relativ hoch. Das ist aber noch in Ordnung. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte zu Starbucks. Alles, was in meiner Analyse enthalten sein sollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir noch ein Like nach oben. Lasst mir einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.